Wir stehen für eine Region gemeinsam ein. Der TBV Lemgo ist auch ein Werbeträger für diese Region. Und wir haben, wenn Sie so wollen, die gleichen Werte. Wir stehen beide für eine gewisse Tradition. Der TBV ist zweimal deutscher Meister geworden. Lippe hat eine ganz lange Tradition. Wir haben aber auch die Kraft, nach vorne zu denken, Ambitionen zu haben und zu gucken, wo wollen wir hin. Da verbindet uns so viel, das drängt sich auf, in eine Partnerschaft zu gehen. Das ist lange her, dass ich zum ersten Mal in der Halle war. Unvergessen, dass ich wirklich überwältigt war von der sensationellen Stimmung bei uns. Die ist bis heute ungebrochen so. Für was will ich werben? Also eben auch für die Mitarbeiter, also die Mitarbeitergewinnung. Und das gibt ein gewisses Selbstgefühl, das gibt ein Gefühl für die Region, ein Lokalpatriotismus, wenn man so nennen will. Und das ist auch etwas wert. Das ist auch etwas wert, wenn der Mitarbeiter dann sagen kann, für sich sagen kann, ja schau, meine Firma bekennt sich zu dieser Gegend. Und wenn man dann einmal in der Halle war, in der Phoenix Contact Arena, und das Feeling damit gemacht hat, dann ist das etwas, was die Menschen auch lockt, weil es sie emotional packt. Und das ist einer von vielen Faktoren. Müssen auch andere dazukommen, klar, aber es ist einer von ganz vielen Faktoren, die eine Region lebenswert machen. Das ist der Gewinn, der dabei rauskommt. Ja? Gewinn für beide, für den Club ebenso wie für den Sponsor. Unser TBV passt zu uns, außer bei Würfen im Kreis ist er nämlich nicht abgehoben. Er ist sehr bodenständig, er spielt in der ersten Liga, erstklassig, damit passt er zur alten Hansestadt Lemgo. Dynamik ist, glaube ich, ein Inbegriff für den TBV. Seit vielen Jahren in der Bundesliga bei einer hohen Leistungsdichte, das will was heißen. Weil wir alle Handball lieben.